Dann kombinieren wir doch mal geballte Informationen von verschiedensten Spielern. Zack, in diesem Video. Am Donetz auf sibirische Plötze mit der Pose. Also, was kombinieren wir denn? Wir haben zum einen den Spot, der super funktioniert, hatte vor ein paar Tagen der Devilus auch schon gepostet. Ich glaube, der ist auch mittlerweile in verschiedensten Discords beziehungsweise im Forum, sollte er vielleicht wahrscheinlich auch schon sein. Also ist zumindest schon recht bekannt, der Spot. Es funktioniert auch ganz gut, denn hier lübt gerade die sibirische Plötze. Wenn man dann den Anschlag richtig hinkriegt, dann lügt das auch. Was kombinieren wir noch? Wir kombinieren noch was vom guten alten Schnoops. Alter, der Schnoops, der ist auch immer mal wieder auf Twitch aktiv. Da auch gerne mal vorbeischauen. Auch der hat wahnsinnig viele Informationen immer zum Game und probiert viele Sachen aus. Und der hatte jetzt die Tage nochmal gesagt, Alden, er stand, glaube ich, auch hier. Die standen, glaube ich, in einem Turnier hier an der Stelle. Wir hatten ja letzte Woche auch schon ein Turnier hier gemacht, haben auch ganz ordentlich rausgezogen hier, sibirische Plötze. War kohlemäßig auch gar nicht so schlecht, denn die Plötze an sich lohnt sich ganz gut von der Kohle. Jetzt aber hier der dritte und der vierte, jetzt, bam, lohnt sich auch ganz gut von der Kohle, die Plötze. Und ja, jetzt hatte ich gerade schon wieder gesehen, internationale Trophy-Liste, zack, sibirische Plötze ballert wieder rein oder halt immer noch. Und ja, dann habe ich gedacht, komm, kombinieren wir das doch einfach mal jetzt hier alles, was wir an Wissen haben. Was der Schnoops jetzt die Tage nochmal gesagt hatte, war, wo er hier stand, dass er eben auch mit drei Routen hier stand. Ich stand zuletzt auch nur mit zwei Routen hier, weil das ja sonst auch immer relativ stressig wird. Man muss halt immer gucken, wenn halt eine Route runtergeht, zack, 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 hinterher, dann kurbelt man eine ein, weil die halt zu weit durchläuft und so weiter. Hat er absolut recht mit. Und hier an der Stelle kann man das halt ganz gut machen, dass man eben den Schnurclip verwendet. Ja, war noch nicht so richtig unten. Den Schnurclip verwendet, also ich habe jetzt hier gerade alle drei Routen auf 10 Meter Schnurclip drinne eingestellt. Und die Pose treibt halt jetzt so lange in den Schnurclip rein, sozusagen, bis sie dann da einfach steht. Der Schnurclip wirkt. Und jetzt auf der gelben sehen wir es, glaube ich, gleich. Genau, zack, da löst sich gerade der Schnurclip und die Pose fängt an abzuhauen. Zack, ah, noch nicht. Aber das ist halt in dem Moment, wenn halt ein Fisch dran geht. Ich nutze das in der Regel ganz gerne fürs Karpfenangeln. Wenn ich mit einem Match auf Karpfen unterwegs bin, werfe dann natürlich fürs Karpfenangeln auch natürlich einen Spot an, der mit Futtermische schön angefüttert ist. Und dann hat man da seine Stelle, wirft so wie jetzt hier gerade in den Clip rein, stellt das Ding ab. Die Schnur ist gestrafft, ohne dass der Bügel zu ist. Auch das ist halt richtig cool. Und sobald der Fisch kommt, sieht man sofort, die Schnur fällt runter. Man sieht sofort, alles klar, da ist jetzt gerade ein Fisch dran. Das ist zack, guck mal da, auf der 2 jetzt hier gerade. Zack, geht einer runter. Und auf der 3 hinterher. Auch noch gehakt. Dann nehmen wir den als erstes raus hier. Irgendwas Kleineres. Ne, Kleines, so. Und schnell die andere hinterher. So, sehr schön. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen umgeändert, bin von 10er Haken auf 6er Haken hochgegangen. Und denke, also wir gehen auf Setup gleich natürlich noch mal wieder ein. Und ich glaube, also man sieht schon ein deutlich größeres Kescherbild hier. Irgendwelche mit 700 Gramm und so sind gerade schon direkt reingegangen. Also es sieht schon ganz gut aus. Ja, ich muss sagen, der Vorteil jetzt an dieser Sache mit dem Schnurclip, also es ist halt jetzt nicht mehr Treibangeln. Es ist nicht mehr die Führungsmethode, die Angelmethode, ne, was halt hier unten in der Actionbar dann immer steht, dass dann da das Treibangeln steht. Man sieht es ja, ne, die Posen stehen da am Spot. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm.
Siehst du, funktioniert. Zack, die nächste. Ich habe die verkehrte gegriffen. Gerade noch gesehen. Genau, so. Zack, und die nächste Olle Plötze. Da geht's was auf der 3. Zack. Das macht das Ganze natürlich deutlich entspannter. Absolut. Und jetzt ist natürlich die große Frage, hat dieses Treibangeln doch nochmal so einen ultimativen Lockfaktor? Für manche Qualifikationen ist das Treibangeln zwingend erforderlich. Fange, ich glaube, eine Brasse gibt es mit der Führungsmethode Treibangeln. Gucken wir jetzt hier auf der gelben. Fisch ist dran, kümmert sich gerade um diesen Köder. Nicht gehakt, alles richtig gemacht. Aber grundsätzlich, ne, ich habe jetzt, wie gesagt, hier bei allen drei Routen Clip gerade auf 10 Meter, was das Ganze natürlich sehr praktisch macht. Wir können jetzt hier an der Stelle punktuell genau da in dem Bereich, wo die Posen stehen, Futtermische hinschmeißen. Futtermische hin, die bleiben schön da, die fahren nicht an dem Futtermisch, an der Futtermische vorbei, sondern die bleiben da, die Fische können da hin und sobald sie dann runterziehen, können wir versuchen, sie zu haken, auch wenn sie manchmal ein bisschen kleiner sind. Gerade schon einen fetten Döbel dran gehabt. Der hat dann natürlich Bock gemacht. Aber grundsätzlich, so, relativ easy. Ja, ich glaube, man könnte auch direkt da hinwerfen, dann treiben die gar nicht erst so weit ab. Ich stand, also ich merke gerade, weil ich habe eigentlich hier diese kleine Pfütze hier so angeworfen. Ich merke gerade, dass ich die Routen immer weiter mehr nach links ziehe in diese Richtung. Anfangs stand ich relativ gerade, habe gerade ausgeworfen und auf 10 Meter standen die da. Grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, die Routenlänge und dann die Schnur, die dran runterzieht, das ist natürlich auch ein Punkt, ne? Wenn man eine sehr, sehr kurze Route hat, dann kommt man natürlich damit nicht so weit raus sozusagen. Ich habe gerade auch schon überlegt, ob ich hier vielleicht mit der Bollo mich hier hinstelle. Ich habe eine Bollo dabei, die 8 Meter lang ist. Ist natürlich auch durchaus eine Option. Das heißt, wir haben ja jetzt da vorne, wir kommen ja hier mit der Route zum Beispiel. Was hat sie an Länge? 4,40 Meter. Das heißt, wir sind jetzt 4,40 Meter raus. Und von da aus geht die Schnur quasi, ja, 4,40 Meter oder beziehungsweise dann 10 Meter in diese Richtung. Ja, könnte an manchen Stellen vielleicht ein bisschen knapp werden, ne? Also mit dieser Art das zu machen. Das heißt, man wirft geradeaus. Die ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen kürzer hier, der Prügel. Und dann geht das hier, ja, 4,20, 20 cm kürzer. Und hier haben wir das dritte Ding. Weißt du was, da machen wir mal vor Spaß. Ich glaube, da war auch gerade was dran. Hier hauen wir mal vor Spaß eben die Bollo drauf. Wobei ich sagen muss, bei der Bollo ist das auch wieder sehr, sehr tricky. Denn Bolognese angeln ist wirklich auch so eine... Es ist ja fast wie Stippen. Nicht so viel Schnur auf der Oberfläche lassen und so Sachen. Und das könnte schon tricky werden. Ich bin gespannt, inwieweit das jetzt damit funktioniert. Wir bauen uns das Ding mal zusammen. Ich nehme einfach hier Ette. Dann nehmen wir auch hier wieder... Ganz normal. Was hatte ich gerade drauf? Ich habe hier die 4 Kilo Schnur drauf. Habe ich gar nicht mehr so viel gerade. Da muss ich doch irgendwas Vergleichbares nehmen. Weißt du was? Wir nehmen hier einfach mal irgendeine. Zack, die hier mit 5. Einfache Bolo-Pose brauchen wir jetzt natürlich auch. Und dann brauchen wir natürlich nochmal ein Vorfach. Nehmen wir das hier, 30 cm, 4,1. Auch hier nochmal einen 6er Haken drauf. Genau, nehmen wir mal den hier. Wobei der ist von der Form nicht so gut. Dann nehme ich einfach einen 8er Haken. So, und dann machen wir hier auch nochmal Borkenkäferlarve. Geht natürlich auch einfach. Ich teste jetzt gerade mit Doppel. Und jetzt ballern wir hier wieder den 10 Meter Schnurclip ein. Beide Posen hier gerade in Action. Die da hinten glaube ich auch gerade schon. Nachteil bei der Sache, also wenn man das natürlich anders macht mit dem Treiben lassen, könnte man jetzt einfach wieder aufmachen und weiter treiben lassen. Nachteil bei dem mit dem Schnurclip, mit der Methode sozusagen, Methode Schnurclip, man muss halt immer wieder auswerfen. Man muss immer wieder in den Schnurclip reinwerfen, damit das quasi automatisch
hakt vom Schnurclip aus und auch automatisch gelöst wird durch den Fisch. Denn wir machen das ja nicht alles hier mit dem Bügel. Ihr seht, Bügel ist offen in beiden Fällen. Und ja, das läuft halt jetzt, wie gesagt, alles über den Clip. So, jetzt haben wir hier auf der 3. Ich zeige das nochmal eben. Das Teil ist halt wirklich einfach der Hammer an Länge. Ich hatte das ja schon mal gezeigt. Immer noch. Und jetzt kommen wir hier so langsam dran. Also wir sind schon ordentlich weit weg vom Spot. 8 Meter. War das 8 Meter oder ist das 6? Ah, da kann ich noch nicht mal markieren hier. So weit weg ist das. Jetzt kommen wir erst da dran. 8 Meter, genau. Länge 8 Meter. Das ist schon ein lecker Ding. Schnurclip hatte ich jetzt drin, jawohl. Und ich werfe nochmal aus. Muss auch gar nicht so weit, ne? Zack. Hält das von den Ködern, das hält. Jawohl, Einholgeschwindigkeit, schön Max. So, Bremse machen wir ein bisschen runter. Und da geht gerade die 1. Abwarten. Die geht gleich nochmal. Die sieht man natürlich jetzt sehr schlecht, ne? Alter Falter, die kleine sieht man natürlich jetzt sehr schlecht. Okay, oi, 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 da geht was rein. Oha, die kleine siehst du ja gar nicht, ey. Schöne Plötze nochmal, jawohl. Jetzt müssen wir die 1 schon wieder wegmachen, weil die habe ich ja kurz angeschlagen. Und wir müssen gleich dringend uns die winzige Bollo, wo ist sie? Da ist die Schnur, da ist die Pose. Okay, da ist sie. Ist da schon was dran? Wahrscheinlich nicht, ne? Die treibt jetzt gerade natürlich, also auch da wieder 8 Meter raus. Und dann geht die Schnur natürlich mit der Strömung an die, von der Spitze aus, zieht die dann halt genau in den rechten Winkel. Genau, mit der Schnur und hängt dann da. So. Oh, verdammt, ich habe die Tiefe gar nicht eingestellt bei der Bollo. Ich weiß gar nicht, wie tief die eingestellt ist. Machen wir mal eben. 1,20 Meter Tiefe hier. Ist, glaube ich, so the way to go. Ich glaube, wenn es ein bisschen wärmer wird, kann man vielleicht auch mal ruhig ein bisschen. Zack. So, und jetzt machen wir das auch so. Stellen das Ding ab. Und dann gucken wir mal, was hier lübt. Da geht was auf der 2 wieder. Rabams. Sehr, sehr praktisch, sehr angenehm. Bollo auch gerade runtergeschossen. Nicht gehakt. Ja, das ist halt genau der Punkt. Ob das mit der Bollo so lübt, ich möchte es fast bezweifeln, weil der Selbsthakeffekt auf der Bollo bei weitem nicht so geil ist wie auf den Matchruten oder der Hakeffekt an sich auch deutlich schwieriger ist. Ich hatte gerade schon mehrere, die sich einfach selbst gehakt haben. Aber das hier mit der Bollo könnte schwierig werden. Da ist schon wieder was dran. Ja, ich glaube, es ist schon direkt was dran. Ja, zieht auch direkt weiter. Geht also über die 10 Meter. Zack. Das geht natürlich, ne? Das ist natürlich auch geil. Also mit der Länge. 61 Gramm. Mit der Länge natürlich gar kein Problem. Zieht man sofort einen Fisch nach oben. Das ist schon richtig cool. Auch fürs Karpfenangeln, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Aber auch maßlos übertrieben, ne? Guck mal, wie weit die rausgehen, ne? So, guck mal, da geht was auf der 1. Abwart noch ein bisschen, oder? Ja, ich warte nochmal den zweiten Zuppler ab. Lieber nochmal richtig runtergehen lassen. Da geht die nächste. Die ist auch schon direkt runtergegangen, richtig. Sehr gut. Also von der Idee her, von der Methode her, gar nicht schlecht. Kann man wirklich gut so machen. Es macht auf jeden Fall das gesamte Angeln deutlich entspannter. Dankeschön an den Schnups nochmal für die Anregung. Wie gesagt, ich habe das sonst nur beim Karpfenangeln gemacht und war schon immer glücklich, dass ich halt immer gesehen habe, ne, 3 Bollos weit rausgeworfen. Ich brauchte gar nicht die Posen zu begutachten. Ich habe immer genau gesehen, die Schnur fällt runter, zack, da geht der Karpfen drauf. Das ist natürlich auch entspannend, aber das hier ist natürlich für fließende Gewässer auch durchaus eine Option. Vor allem, wenn man eben eine Stelle haben will, die man eben mit Futter, und da gucken wir nochmal auch eben rein, Plötze, es gab ja zuletzt noch ein Plötze-Video,
Und da hatte ich auch schon hier diese Futtermische zusammengetüdelt, weil wir eben gerade mit der Borkenkäferlarve unterwegs sind. Und da brauchen wir eben bei Larven die Zuckmückenlarve, Zuckmückenlarven als Zusatz, als Extrakt. Fliegenmade ist noch mit drin, gehackte Würmer und Mistwurm. Es gibt aber auch noch Zuckmücken-Larven-Feedpellets. Die könnte man vielleicht auch noch austauschen, anstatt Mistwurm hier die Zuckmücken-Feedpellets benutzen. Geht bestimmt auch. Und dann, wie gesagt, raus, genau da, wo die Posen sind. Zack, schön auswerfen. Denn die stehen ja dann immer wieder an der gleichen Stelle. Das ist doch richtig gut, ey. So, und dann lüptert hier richtig schön. Geht übrigens auch hervorragend mit Einzelköder. Ich habe angefangen hier mit Einzelköder, nicht mit Doppelköder. Das heißt also, kein Grund für Mimimi, wenn ihr hier hin könnt an das Gewässer. Wenn ihr eine Stippe habt, dann habt ihr natürlich gar nicht diese Probleme. Einfach mit der Stippe hinstellen. Ich würde hier ein oder maximal zwei Stippen verwenden. Und dann durchgängig einfach schön treiben lassen. Zack, wieder nehmen, wieder nach vorne setzen, durchtreiben lassen. Einfach hier diese gesamte Stelle nutzen. Ich habe in der Regel auch hier vorne an der Kante lang treiben lassen. Hat funktioniert. Wobei auch hier in diesem mittleren Bereich habe ich auch ein paar durchtreiben lassen. Auch das hat funktioniert mit der Plötze. Ja, und wie gesagt, kohlemäßig auch gar nicht schlecht. Wir gucken gleich nochmal rein in den Kescher. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger hier. Und dann können wir das gleich, ja, nochmal ein bisschen analysieren. Ich würde sagen, vom Kescherbild sehr, sehr eindeutig. Ganz klarer Fall, was hier geht und was auch hier gezielt angeworfen wird und rausgeholt wird. Leider immer noch nicht die Trophy. Ich hoffe halt drauf, dass es irgendwann mal reinrasselt, das Ding. Ja, und ob das hier, wie gesagt, mit der Bollo so gut lübt, ist echt die Frage. Vielleicht sollte ich aber auch bei der Bollo, ich sehe es gerade mal, so ein paar Meter weniger einstellen. Ich mache die mal vom Schnurclip gerade. War die auf 11? Machen wir die mal auf 8. So, und es läuft ja auch hier so schön locker flockig lang. Perfekt. Die anderen stehen auch noch da. Ich glaube, ein Zoom reicht auch. Kriegt man gerade noch hin mit den Klüsen. Genau, und jetzt geht die halt so langsam so rüber, ne? Perfekt. Perfekt. Ja, Setup ansonsten. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Ich bin auch hier gerade, ja, ich ändere also gerade momentan, also ich habe momentan ausreichend Rollen und Routen und so weiter. Das heißt, ich ändere momentan die Rollen gar nicht mehr. Die sind fest auf meinen Bollo-Routen drauf, auf den Match-Routen drauf. Von daher sind es halt gerade die Tagaras. Also ich bin hier mit 4 Kilo Schnur. Natürlich wird hier auch eine kleinere 4 Kilo Rolle, 5 Kilo Rolle reichen. Reden wir nicht drüber. Also 4 Kilo Setup, 4 Kilo Fluorocarbon verwende ich. Verwende ich zurzeit ganz gerne fürs Posenangeln allgemein. Auch am Yama, auch an der Tunguska. Einfach Fluoro ohne Vorfach und gib ihm. 6er Haken. Liefert deutlich dickere Brocken, aber auch weniger Brocken. Anfangs war es der 10er Haken, vernünftige Frequenz, ging ordentlich was rein, Durchschnittsgewicht. Ja, es waren halt so einige mit 4, manche mit 500 Gramm. Hier, wie gesagt, waren dann doch auch mal welche mit 6 und 700 Gramm dabei. Das ist natürlich dann auch nicht so verkehrt, wenn man halt mal die ganz dicken Brocken haben will. Da bin ich ja dann doch eher der Fan auch davon, auf den größeren Haken zu gehen. Vielleicht ist es aber auch der 8er Haken. Nicht der 10er, nicht der 6er, der 8er ist es. Vielleicht ist es einfach der 8er. Vielleicht muss ich den aber nochmal probieren. Und dann rasselt da vielleicht irgendwann tatsächlich auch mal die Trophy rein. Da wäre doch mal was. So. Weißt du, was können wir hier direkt mal machen? Ja, Matchrouten, zu den Matchrouten, wenn ihr Bock habt aufs Matchangeln, diese hier, allergeilste Matchroute, lohnt sich absolut. Die Rebellion Match mit dem geilsten Preis-Leistungs-Verhältnis, plus 5% aufs Posenangeln, heißt also bei 75% im Posenangeln könnt ihr schon Doppelköder verwenden, was eigentlich ja sonst nur bei 80% freigespielt wird. Und ja, das nutzt man. Also ab
Doppelköder macht Posenangeln nochmal mehr Spaß. Und ab Match macht Posenangeln eigentlich erst richtig Spaß. Denn wie gesagt, das Selbsthaken mit der oder der Hakeffekt und sowas mit der Match, sensationell. Deutlich, deutlich besser. Ich habe auch meine ganzen kleinen Geschichten, selbst den Tugun und sowas, alles auf Match geangelt. Klein und fein rangegangen. Geht halt gut ab. Ja, wie gesagt, Bolognese ist halt sehr speziell. Würde ich vielleicht sogar einfach auslassen, wenn ihr euch da nicht sicher seid, ob euch Posenangeln Spaß macht. Bolognese kann man machen. Was man wirklich gut machen kann, um das einfach mal zu testen, ob einem das liegt, gönnt euch hier diese billigen Bolos. Die kosten wirklich einen Appel und ein Ei. Ich glaube irgendwie 70 Silber oder sowas. Haut da hier, simpelstes Setup, ne? Einfach hier eine schöne Invisible Monoschnur drauf. 3,7, 3,8 haben die Tragfähigkeit. 3,2 die olle Spark für 10 Silber drauf klatschen. Zack, zack, zack. Ideal fürs Froschangeln. Einfach mal um zu gucken, liegt mir das, habe ich da Bock drauf. Und dann ist das eigentlich in der Regel in der Verwendung so. Da geht was runter, zack. Einholgeschwindigkeit halt auf Maximum eingestellt, ne? Und da muss man aber halt leider tatsächlich bei den Bolos deutlich schneller sein als bei den Match. Das heißt, am besten in der Hand behalten das Ding. Wie gesagt, Einholgeschwindigkeit maximal plus Shift. Und in dem Moment, wo dann da halt gerade was runtergeht, zack, sofort einschlagen. Ich wundere mich tatsächlich, eigentlich wundere ich mich nicht, aber irgendwie, guck mal, auf der Bolo geht die ganze Zeit nichts. Bisschen eigenartig, ne? Bisschen eigenartig ist es schon. Immerhin geht ein bisschen was auf ein Match. Ein Fisch war, glaube ich, nur auf der Bolo. Schade eigentlich. Weil an für sich, gerade mit diesen ganz langen Routen, ist das schon ganz witzig. Aber ja, es ist halt kaum ein großer Unterschied zum Stippen. Es ist fast wie Stippen, nur mit der Sicherheit, dass man eben ein bisschen mehr Schnur hat. Quasi die Bremskraft auf einer Rolle auch noch hat. Ansonsten, naja. Wie gesagt, spart lieber auf das Matchangeln. So, wir haben es langsam dunkel. Ich würde sagen, ich packe jetzt hier gleich ein. Die sibirische Plötze ist dann doch eher so ein bisschen oder deutlich eher tagaktiv. Das heißt, wir sind dann ja wahrscheinlich gleich gegen 23 Uhr hier eh durch mit dem Ganzen. Ich packe einfach jetzt mal ein. Ich glaube, von der Zeit passt das auch ganz gut. Zack, das Riesendingen. Alter Falter, 8 Meter. Ich guck mal eben im Shop. So, und dann kommen wir schon an hier in der City. Wir gucken mal kurz rein hier in den Fischmarkt. Wie sieht's denn aus? Also von der Zeit jetzt hier 40 Minuten. Ja, also quasi pro Minute ein Fisch. Das ist immer ein ganz guter Schnitt. Ne? 41 Fische im Kescher. Und aktuell, ja, mit Laufen sogar jetzt hier, ne, 41 Fische. 41 Minuten. Das passt also richtig gut. Sortieren wir mal eben nach Price. Um die 10, ne? Das ist schon gar nicht so schlecht. Und die ganz großen im Kilobereich hauen dann auch nochmal richtig rein. Über 15 Silber sogar. Also dann lohnt sich das richtig. Aber auch das ist schon gar nicht schlecht, ne? Knapp 200 Silber. Kann man doch machen. Kann man doch machen. Erstaunlich gut für das Angeln am Donets, der sonst in den meisten Fällen nicht ganz so abliefert. Häufig schon hier rumprobiert. Aber es sind auch viele maßige dabei, ne? Guck mal hier, nur so ein paar unmaßige. Der Rest, alles maßige Fische. Das ist schon gut. Also, das ist doch eine Stelle, da kann man doch mal versuchen, ein paar Skillpunkte zu machen. Danach geht es wieder ein bisschen woanders hin. Oder mal eine Stelle, wo man die Kürbisse kriegt. Oder vielleicht auch hier, genau, dann auf Nase oder Döbel gehen. Einfach hier mit der Pose. Und dann ballert man hier auch schön ein paar Skillpunkte. Kratsching! Verkauft das Ganze. Daumen da gelassen fürs Video und dem Kanal. Hilft mir mega. Wenn dir das Video geholfen hat, dann bam, rein damit. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.